schön weitergehen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich bei unserer Vernissage von den Bildern der Künstlerinnen und Künstler aus dem Atelier der Lebenshilfe Niederösterreich in Wiener Neustadt. Wir haben aus Spionagegründen für unser eigenes Atelier einen Besuch gemacht bei den Wiener Neustädtern und das hat uns alles so gut gefallen, dass wir gesagt haben, ihr müsst bitte unbedingt eine Ausstellung bei uns machen. Und nachdem ich auf die Knie gefallen bin, haben sie sich dazu durchgehen können, dass sie das machen. Jetzt sind sie heute mit dem Zug angereist und müssen leider heute schon wieder zurückfahren. Alles ein bisschen stressig für sie, aber wir haben uns bemüht, dass wir ihnen trotzdem eine schöne Zeit machen. Ich möchte euch gern die Künstlerinnen und Künstler vorstellen. Die Christina Filippek, sie malt ganz tolle Bilder mit kleinen Teufelchen. Da konnte ich eines erwerben in Wiener Neustadt. Aus den Bildern soll auch ein Buch gemacht werden. Leider ist keins von den Teufelchenbildern mitgekommen. Der Hans Dopplinger, der Roman Iritzberger, die Cornelia Herrmann und mein ganz besonderer Freund, der für mich ein Bild gemalt hat, wo ich der Engel für alle bin. Danke, Herrmann. Gerne. Der Hermann Osanger. Betreut und auf der Reise begleitet werden die Künstler von Birgit Leeb und Maria Böhm. Die Frau Böhm, die liebe Maria, ist selber Künstlerin und hat sich eigentlich seinerzeit in der Lebenshilfe Niederösterreich für ganz was anderes beworben. Und wie die dann herausgefunden haben, dass sie Künstlerin ist, wurde sie damit beauftragt, eine Künstlergruppe aufzubauen. Wir haben 30 Bilder gekriegt, die wir über das ganze Areal verteilt haben. Drüben in unserem zukünftigen Verkaufsgeschäft für Kunst und Produkte aus Lebenshilfewerkstätten, in unserem neuen Atelier und da herinnen und auch im Gang auf die Toiletten findet ihr ein paar Bilder. Hermann, wie geht's dir als Künstler? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ja, ich freue mich, wenn wir ganz besonders schöne Bilder kriegen und besonders, wenn es gekauft wird. Ich habe schon drei vom Hermann. Maria, was zeichnet eure Arbeit aus? Was macht eure Arbeit besonders im Vergleich zur Arbeit in anderen Lebenshilfewerkstätten? Also den Vergleich zu anderen Lebenshilfewerkstätten kann ich dir jetzt gar nicht sagen, da habe ich zu wenig Einblick. Aber die Arbeit bei uns macht aus, dass wir wirklich versuchen, aus jedem Klienten ihn wirklich aufs Optimum zu fördern, seinen eigenen Stil entwickeln zu können oder beizubehalten. Also wir legen Hauptaugenmerk darauf, dass wir nicht zu viel hineinarbeiten, sondern dass wir wirklich die Künstler ihre eigenen Werke erarbeiten können. Also wir haben hauptsächlich Malerei, aber auch Skulpturen, hauptsächlich aus Pappmaché und textile Wandgestaltungen. Und wir schauen wirklich darauf, was jeder Künstler kann. Er kann sich das selber auch aussuchen. Es werden auch Wünsche geäußert, neue Dinge ausprobieren zu wollen. Und ja, wie gesagt, es sollte möglichst die Art Brüt sein. Wir sind bemüht, dem gerecht zu werden, eben diese ungeschönte, rohe Kunst, wo möglichst wenig von einem Betreuer
beinhaltet ist, ja, außer eine verbale Unterstützung. Geht natürlich nicht immer, aber im Großen und Ganzen ist das das Ziel, dass die Klienten wirklich eigenständig arbeiten können und in einem Rahmen, der ihnen auch den Verkauf ermöglicht und auch ein soziales Zusammenleben. Also diese Gruppe zeichnet sich aus, auch dass sie so ganz besonders ist durch ihr soziales Verhalten, weil sie sich gegenseitig unterstützen und Hilfsdienste für den anderen übernehmen, die gut bei Fuß bin, übernehmen zum Beispiel das Pinsel auswaschen oder das Wasser bringen für andere Klienten, weil bei uns in der Werkstatt das leider nicht möglich ist. Wir haben keinen Wasserzugang ohne Stufen, das muss ich dazu sagen, das ist ja ein bisschen kompliziert. Aber alles zusammen ist das einfach eine ganz wunderbare Gruppe und ich glaube, sie kommen auch alle sehr gerne, gell, zu uns. Ja, also wie gesagt, aber das Wichtigste ist, dass alle gern kommen und ihre Inspiration aufs Bild bringen können oder in Form von Skulpturen erarbeiten. Und vielen herzlichen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir hier ausstellen können. Vielen Dank fürs Bilderaufhängen. Ich weiß, das schaut immer alles so einfach aus. Man hängt es irgendwo hin. In Wirklichkeit ist es ganz, ganz anders. Wir wissen das selber. Und das ist alles sehr viel Arbeit. Und dafür herzlichen Dank. Gerne. Wir sind froh, dass ihr bei uns ausstellt. Danke. Cornelia, mit was malst du am liebsten? Oder machst du lieber Pappmaché? Was machst du gerne? Auch wenn du mit Malen und Handarbeit nicht bin. Häkeln tut sie ja. Ja. Und da, was macht der Hansi gern? Nur froh. Mal. Mal. Ja. Roman? Ich tue gern. Ja. Wie heißt das? Malen? Malen mit Ölkreide. Ölkreide. Ja. Und man malt am liebsten mit Ölkreiden, hat ganz einen eigenen Stil auch, ist ein Klient, der zu 100% alleine arbeitet. Also die zwei großgerahmten Bilder sind von Roman, ist ein sehr, sehr fleißiger Maler. Und die Christina tut auch gern malen, gell? Malen oder Pappmaché, ja. Eher malen. Eher malen, ja. Was sagst du? Birgit, wie geht's dir mit dieser Künstlergruppe? Danke, wunderbar. Es macht einfach irrsinnig viel Spaß in so einer tollen Gruppe, wie die Kollegin schon gesagt hat. Was ich sehr schätze im Atelier ist, dass wirklich wir alle gemeinsam bemüht sind, uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Und ja, ich finde, das findet man nicht in jeder Gruppe so. Und das schätze ich wirklich sehr. Einmal lachen, Maria. Oh, aber es ist aus.